Also es gibt immer wieder diesen Kleinkrieg der Nationen, Deutschland gegen Österreich. Gibt viele Vorurteile von beiden Seiten. Und aus gegebenem Anlass, also ich bin ja Deutsch-Österreicher, mein Vater kommt aus Deutschland, meine Mutter aus Österreich, verbringe auch in, also wohnt zwar in Deutschland, aber verbringe in beiden Ländern viel Zeit, möchten wir heute Abend einmal mit dem Lukas Auer und mit dem Maro Engel diskutieren oder auflösen, welches Land das Bessere ist. Fangen wir an, erste Frage. Welches Land ist gastfreundlicher? Deutschland oder Österreich? Ich muss ja jetzt eigentlich deutsche Flagge zeigen, aber. Du musst überhaupt nichts. Du musst die Wahrheit sagen. Muss ich? Ja, sicher. Na komm. Danke. Klare Sache. Gut. Wo sind die Menschen fleißiger? Das ist einfach. Luki, du musst die Wahrheit sagen. Eins. Ich sag die Wahrheit. Wollt ihr das noch irgendwie begründen, oder? Ja, ganz klar. Deutschland, Made in Germany steht für Qualität, für harte, ehrliche Arbeit. Nichts gegen Österreich, aber ich glaube, da sind wir die Weltmeister im ehrlich hart arbeiten. Ich will es nicht begründen, weil mir zeige ich sowieso mit Leistung, also brauche ich nicht begründen. Gut, also in dem Fall muss ich dann auch schlimm beziehen, da bin ich beim Maro mit dabei. Die Runde geht in Deutschland. Alles so besprochen. Dritte Frage. Wo sind Sie direkt da? In Berlin. Das müsstest du noch am besten wissen. Na, komm, in Österreich, da haben sie gleich einen rein. Du bist ein bisschen zu steif, dann ist der zweite Satz. Nein, also Deutschland, in Berlin, definitiv. Aus Erfahrung? Da wird nicht lange um die Currywurst drum geredet. Da wird gesagt, was Sache ist. Ja, aber bei uns doch auch. Bei uns ja viel mehr. Bei uns direkt. Zack, zack. Gut, dann liegt es wieder an mir. In dem Fall muss ich auf Österreich gehen. Super, leid, Maro. Okay, also 2-1 für den Moment. Vierte Frage. Wer ist ehrlicher? Vielleicht die Deutschen. Da kommt es immer einig. Haben wir uns nicht einig. Gut, klare Sache, Ausgleich, 2-2. Gut, ich glaube, da kann ich einiges vorwegnehmen. Wo gibt es die besseren Fußballer? Ich glaube, das ist klar. Ohne Kommentar. Das hat was mit der vorherigen Frage zu tun. Welche sind ehrlicher? Na? Ja, ich bleib bei Österreich. Also, ich glaube, mit aller Stolz toller Fußballer. Ja, klar. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, im Kollektiv. Ja. Sind wir uns einig? Deutschland. Also ja, klar, ich meine, Deutschland gewinnt die Runde. Im nächsten sitzt wahrscheinlich, jawohl, vielleicht ausgeglichen aus. Wer hat die besseren Skifahrer? Ja, Entschuldigung, also. Markus Wassmeier, also. Sag mal, geht's noch? Du machst jetzt Richtige. Na gut, komm, ich bin mal ehrlich, also ich glaube in der ja. Breite. Ich glaube ohne Diskussion. Ja, Ehrlichkeit, also, ich auch dazu. Ja, nee, also das geht an Österreich natürlich. Wie viel steht es gut, dass ich weiß, wie ich spielen kann? Was haben wir, 6 Fragen? 3-3, genau. Kopf an Kopf rennen. Eigentlich wollten wir ja auf eindeutige Lösung hier raus, okay, also gut. Ehrlichkeit. Ja. Wer hat weniger Vorurteile über den anderen? Deutschland. Weniger? Wir haben irgendwo unsere Nachbarn. Und besonders die Österreicher. Wenn wir Witze machen, dann machen wir sie über die Holländer. Also, wer hat weniger Vorurteile? Wer weniger, ja. Also, die Österreicher, die hören sich zuerst mal ein bisschen was an. Also ich meine, ich wohne ja in Deutschland und ich muss schon sagen, so freundlich schaut es eigentlich nicht aus von deutscher Seite. Also ich glaube, das geht an Österreich. Ja. Also, danke. Ich höre mehr Österreicher Witze wie umgekehrt. Ich kenne immer nur die Holländer Witze. Okay, haben wir noch keine gehört. Ohne Holland fahren wir zur WM. Gut, also. Du machst ein Video. 4-3.